Als jemand, der in einem Haushalt mit nur einem Elternteil aufgewachsen ist, war meine Kindheit ziemlich schwierig. Meine Eltern waren nicht glücklich verheiratet, und sie stritten sich oft über Kleinigkeiten. Mein Vater war ein jähzorniger Mann, der oft ohne Grund die Beherrschung verlor. Ich hatte oft große Angst, weil ich nicht wusste, wann er explodieren würde. Später verletzte mein Vater bei einer Konfrontation jemanden schwer, was dazu führte, dass er ins Gefängnis kam. Meine Mutter entschied sich, meinen Vater zu verlassen, aber für mich war die Entscheidung nicht leicht. Das war ein sehr schwerer Schlag für mich. Ich konnte auch nicht verstehen, warum mein Vater so gehandelt hatte, und das ließ mich frustriert und verwirrt zurück. All dies hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf meine Vorstellung von der Ehe. Ich habe große Angst und Sorge vor der Ehe. Ich wollte nicht den Schmerz wiederholen, den meine Eltern durchgemacht hatten, und ich wollte mein Glück nicht für eine Beziehung opfern. Meinen ersten Freund hatte ich, als ich noch an der Universität war. Zuerst habe ich ihn verleugnet, aber seine Aufrichtigkeit und Beharrlichkeit haben mich schließlich beeindruckt. Wir haben in dieser Zeit viel durchgemacht und unsere Beziehung wurde immer stärker. Ich liebe meinen Freund sehr, und das ist etwas, was ich noch nie zuvor empfunden habe. Er ist ein sehr rücksichtsvoller Mensch. Wir haben viel gemeinsam, wir mögen die gleichen Dinge und haben ähnliche Vorstellungen. Ich freue mich auf die Zukunft und hoffe, dass wir unser Leben gemeinsam verbringen können. Ich glaube, dass unsere Beziehung die Zeit überdauern kann, weil sie auf Ehrlichkeit und gegenseitigem Verständnis beruht. Im dritten Jahr unserer Beziehung habe ich versehentlich herausgefunden, dass mein Freund mich betrügt. An diesem Abend war mein Freund unter der Dusche, als ich auf seinem Handy eine Textnachricht von einer fremden Frau fand. Als ich das Chatprotokoll öffnete, fand ich heraus, dass die beiden schon seit einiger Zeit zusammen waren. Diese Tatsache brach mir das Herz und ich hatte das Gefühl, dass meine Welt zusammengebrochen war. Ich war so schockiert und enttäuscht, dass ich mir nicht vorstellen konnte, warum er mich betrügen sollte. Ich wollte zu ihm gehen, um die Sache klarzustellen, und ich wollte wissen, warum er getan hatte, was er getan hatte. Als ich ihm davon erzählte, verhielt er sich ruhig, als ob er sich nicht schuldig fühlte. Schließlich schlug er vor, sich zu trennen. Als er mir von dieser Entscheidung erzählte, spürte ich, wie sich mein Herz vor Schmerz verdrehte. Ich wollte Schluss machen, weil ich ihm nicht mehr trauen konnte und den Schmerz, den er mir zugefügt hatte, nicht ertragen konnte. Je mehr ich darüber nachdachte, nachdem mein Freund mich verlassen hatte, desto trauriger wurde ich. Ich wollte das Ganze beenden. Ich habe eine Schachtel Cefalexin genommen und dann eine halbe Flasche Rum getrunken. Zu dieser Zeit war ich sehr deprimiert und mein ganzes Wesen war in einem Zustand der Instabilität. Ich weinte ständig und hatte Wutanfälle, und meine Mutter bemerkte meine ungewöhnliche Stimmung, als sie von der Arbeit kam. Meine Mutter war sehr nervös und rief sofort den Notdienst an. Sie legte mich dann auf mein Bett und versuchte, meine Stimmung und meine Atmung zu stabilisieren. Kurze Zeit später wurde ich ins Krankenhaus gebracht. Bevor ich im Krankenhaus ankam, war ich völlig ohnmächtig. Als ich die Augen öffnete, fand ich mich in einem Krankenhausbett wieder, umgeben vom Schein der Neonröhren. Ich sah einen weiß gekleideten Arzt. Er schaute aufmerksam auf die Informationen auf dem Computer. Ich schaute zu meiner Rechten und sah meinen Körper. Ich war überrascht zu sehen, dass mein Körper nicht mehr der eines gesunden jungen Mannes war. Meine Haut war sehr blass,
und es fiel mir sehr schwer, überhaupt richtig zu atmen. Ich fühlte mich wie eine leblose, leere Hülle eines Körpers. Zu diesem Zeitpunkt empfand ich ein tiefes Gefühl der Angst und Hilflosigkeit. Da ich nicht wusste, ob ich mich jemals von diesem Zustand erholen würde. Plötzlich tauchte ich in eine Dunkelheit auf. Ich spürte, wie meine Seele von einer unsichtbaren Kraft gezogen wurde, die mich in eine bestimmte Richtung zu ziehen schien. Ich konnte nichts um mich herum sehen, nur ein pechschwarzes Nichts. Während ich vorwärts gezogen wurde, spürte ich ein unendliches Gefühl von Angst und Unterdrückung. Meine Gedanken waren von einer Vorahnung erfüllt, als ob mir etwas Schreckliches bevorstünde. Eine riesige Tür erschien vor mir. Die Tür war mit feuerroten Edelsteinen verziert und strahlte starke Energieschwankungen aus. Neben der Tür standen zwei hochgewachsene dunkle Kreaturen mit Flügeln und scharfen Klauen und einer bösen Aura in ihrem Blick. Die Tür öffnete sich langsam, und in dem Moment, als ich sie durchschritt, bot sich mir ein Anblick, der mich völlig aus dem Konzept brachte. Ich war an einem Ort von beispiellosem Schrecken angekommen, dies war die Hölle. Um mich herum war ein Meer aus Feuer, und die Luft roch faulig und verbrannt. Überall waren die Kreaturen der Finsternis, in deren Augen Grausamkeit und Böses glitzerten. Ich hatte das Gefühl, als sei meine Seele fest in Ketten gelegt und könne sich nicht frei bewegen. Ich schrie vor Schmerz, aber die Kreaturen um mich herum schienen sich nicht um meine Anwesenheit zu kümmern, sondern gingen ihrer Arbeit nach. Ich sackte hilflos zu Boden, meine Schreie verhallten in diesem Inferno, als würde es nie enden. Meine Angst verwandelte sich allmählich in Verzweiflung und ich fühlte mich an diesem dunklen Ort gefangen, aus dem ich nicht mehr entkommen konnte. Ich versuchte, einen Ausweg zu finden, aber egal, wohin ich ging, es fühlte sich an, als bliebe ich am selben Ort. Es war, als ob mich eine Million Hände packten und versuchten, mich in den Abgrund zu ziehen. In der Dunkelheit konnte ich verschwommene Gestalten sehen, die sich immer weiter drehten und verzerrten. Sie verströmten einen erstickenden Gestank. Als wären sie der Geruch des Todes. Die Hölle war voll von Schmerz und Leid. Ich konnte sehen, wie die Sünder ausgepeitscht und auf dem Feuer geröstet wurden, und ihr Leiden war herzzerreißend. Meine Seele war verwüstet, aber ich wollte nicht aufgeben. Ich begann, den Namen Gottes anzurufen. Das war meine letzte Hoffnung in der Hölle. Während ich betete, sah ich ein blaues Licht vorbeiziehen. Ich sah eine Lichtsäule auf den Boden fallen. Ich hörte eine Stimme sagen, "Es ist okay, ich werde dich retten." Ich sah einen Engel. Der Engel sagte, "Wir haben keine Zeit, wir müssen schnell gehen." Sie nahmen mich mit in die Lichtsäule. Durch die Bewegung und das Licht fühlte ich mich etwas unwohl, also schloss ich eine Weile die Augen. Manchmal wurde ich neugierig und öffnete ab und zu meine Augen. Als ich meine Augen öffnete, sah ich eine riesige Treppe im Himmel. Ich sah einen alten Mann, der eine Katze hielt, die die Treppe hinauflief. Am Ende der Treppe zum Himmel war ein Tor. Ich wusste, das war das Tor zum Himmel. Ich sah eine Menge Menschen vor dem Himmelstor stehen. Die meisten von ihnen waren weiß gekleidet, lächelten fröhlich und sahen sehr glücklich aus. Ich sah, wie sie sich umarmten und sich gegenseitig alles Gute wünschten. Sie alle warteten auf ein Zeichen, das sie durch die Himmelspforte in die ewige Welt führen würde. Ich wusste, dass dies meine wahre Heimat war. Ich begann auch, mich darauf zu freuen, meine verstorbenen Lieben wiederzusehen. Zu diesem Zeitpunkt hielt mich der Engel auf.
Er sagte mir, dass ich jetzt noch nicht hineingehen könne. Dann führte er mich zu einem wunderschönen See. Das Wasser des Sees war sehr klar. In der Mitte des Sees gab es eine Insel, auf der Bäume wuchsen. Um den See herum blühten auch Blumen, die einen leichten Duft verströmten. Unter den Bäumen befanden sich auch einige Bänke. Die Brise wehte gegen meine Wangen und gab mir ein Gefühl der Entspannung. Dort sah ich einen Mann in einem Gewand, etwa 40 Jahre alt. Und rechts von ihm stand ein Engel mit Flügeln. Ich erkannte, dass es Jesus war. Der Engel fragte mich, warum bist du hier? Ich begann ihm zu erklären, dass ich die Welt nicht mehr für gerecht halte und nicht mehr dort sein wolle. Der Engel sah mich an und sagte, wer hat dir gesagt, dass diese Welt gerecht ist? Jeder Mensch erlebt, was er sich aussucht. Deine Zeit ist noch nicht um, du musst zurückgehen. Ich lehnte seine Bitte ab, ich wollte hier bleiben. Jesus schaute mich an, seine Augen waren voller Liebe und Zärtlichkeit, als ob er in die Tiefen meines Herzens eindringen könnte. Er sagte, ich weiß, wie du dich fühlst, ich verstehe deinen Schmerz und deinen Kummer. Aber du kannst nicht hier bleiben. Deine Zeit ist noch nicht gekommen, deine Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Du musst zurückgehen. Der Klang seiner Stimme hat mich sehr beruhigt. Ich sagte, ich werde zurückgehen, aber ich weiß nicht, wie ich der Person gegenübertreten soll, die mich verletzt hat. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jesus lächelte und antwortete, du musst lernen, zu vergeben und zu lieben. Niemand ist perfekt, und wir müssen anderen für ihre Fehler vergeben. Das ist nicht leicht, aber es ist notwendig. Du wirst Hilfe und Führung in diesem Bereich erhalten. Jesus erklärte mir weiter, dass der Himmel ein sehr sicherer Ort ist, an dem die Seelen auf die vollkommenste Art und Weise beschützt und umsorgt werden. Im Himmel hat jeder Mensch seinen eigenen Platz, der durch sein Verhalten auf der Erde bestimmt wird. Jesus sagte mir auch, dass er einen Bund mit Gott geschlossen hat. Als Sprecher Gottes hatte er diesen Bund zu erfüllen. In diesem Bund ging es um den letzten Zweck und den Sinn allen Lebens. Obwohl es keine leichte Aufgabe war, war Jesus derjenige, der ihn erfüllen musste, weil Gott glaubte, dass er den Seelen dabei helfen könnte. Ich muss durch Schwierigkeiten und Herausforderungen gehen, die dazu gedacht sind, mich wachsen zu lassen und Fortschritte zu machen. Ich kann nicht vor den Herausforderungen und Verantwortungen in meinem Leben davonlaufen. Ich muss mich ihnen stellen und sie lösen. Zurückgehen ist für mich keine gute Sache. Ich habe zu Jesus gesagt, du kannst nicht zusehen, wie Menschen mir wehtun. Du solltest mich beschützen. Wenn ich zurückgehen würde, wollte ich, dass er sich um die Dinge kümmert. Er sah mich an und sagte, mein Kind, ich kann anderen keinen Schmerz zufügen, ich kann nur die heilen, die verletzt sind. Jesus fragte mich, weißt du, warum ich dich aus der Hölle gerettet habe? Obwohl ich die Antwort nicht wusste, wusste ich, dass der Engel von Jesus gesandt worden war, um mich zu retten. In diesem Moment wurde mir klar, dass Jesus die ganze Zeit für mich da gewesen war. Nachdem ich seine Worte gehört hatte, verstand ich den wahren Sinn und die Bedeutung des Lebens. Er sah mich an, lächelte und nickte mit dem Kopf. Ich wusste, dass ich auf die Erde zurückkehren musste, um meine Reise fortzusetzen. Er sagte mir, ich könne jederzeit zu ihm beten, und er würde mich leiten und unterstützen, wenn es nötig sei. Dann verschwanden er und der Engel. Als ich mich auf die Rückkehr vorbereitete, sah ich ein seltsames Phänomen. In der Dunkelheit sah ich ein paar helle Augen.
Sie waren wie zwei Sterne, die in der Dunkelheit leuchteten. Diese Augen erleuchteten meinen Weg, und ich wusste, dass ich nicht allein war. Obwohl mich die Dunkelheit noch immer einhüllte, wurde ich innerlich mit Mut und Hoffnung erfüllt. Ich weiß, dass Jesus die ganze Zeit bei mir ist. Als ich in meinen Körper zurückkehrte, spürte ich meinen Herzschlag. Als ich zum ersten Mal zurückkam, war mein Herz voller Verwirrung und Angst, weil ich nicht verstehen konnte, worum es bei dieser Erfahrung wirklich ging. Meine Mutter glaubte mir meine Geschichte nicht, und so fühlte ich mich allein und verloren. Ich wusste, was ich durchmachte, und ich glaubte, dass Gott immer über mich wachte und mir helfen würde, es durchzustehen. Diese Beziehung hat mich innerlich so sehr verletzt. Ich wusste jedoch, dass ich mich ändern musste. Mit der Zeit heilte Gott die Wunden in meinem Herzen und ließ mich wieder an die Liebe und die Ehe glauben. Ich lernte einen Mann kennen. Und wir fühlten uns zueinander hingezogen. Ich war mir nicht sicher, ob ich mit ihm zusammen sein sollte. Als er mir jedoch seine Gefühle für mich gestand, akzeptierte ich seine Gefühle. Wir haben bald geheiratet. Kurze Zeit später kam unser erstes Kind zur Welt. Ich fühlte mich sehr glücklich und war Gott dankbar, dass er mir die Möglichkeit gab, die Freude der Mutterschaft zu erleben. Im Jahr 2012 bekamen wir unser zweites Kind. Anfangs glaubte ich nicht an Gott, aber er behielt ein Auge auf mich. Er half mir durch die Schwierigkeiten hindurch und heilte meine inneren Wunden. Ich bin Gott und dieser Erfahrung dankbar, dass sie mich zu der Person gemacht hat, die ich heute bin.